In diesem Video zeige ich, wie ich den Vocoder benutze. Für den Vocoder brauche ich zwei Signale. Es ist gut, wenn eines davon sehr viele Hochfrequenzen hat, beziehungsweise viele Obertöne. Dafür habe ich den Sound Lead Vengeance ausgesucht. Ich gehe jetzt auf Common, um diesen von Mono auf Podium zu schalten. Jetzt möchte ich den Vocoder nutzen.